möchte euch bitten, dass ihr jetzt so ein paar Utensilien hier rausnimmt, eine Flagge nimmt oder was weiß ich, ein Banner irgendwie, und dann besprechen wir das gleich mit den Pferden und dann fangen wir an mit unserer ersten Übungssequenz, ja? Es sind nur Schülerpraktikanten, die sich hier gerade mit Fanartikeln ausstatten. Aber Pferde unterscheiden nicht zwischen Hooligan und Hospitant. Sie sind Fluchttiere und haben Angst vor lauten Menschenmengen. Genau das darf ein Polizeipferd aber nicht haben. Oberkommissarin Katharina Wickland hat monatelang mit ihrem Pferd Leo trainiert, damit es diesen Test besteht. Zunächst reiten die Beamten nur im Schritt auf die friedliche Gruppe zu. Doch auch das ist Leo schon etwas unheimlich. Er bricht kurz aus. Der stellvertretende Reiterstaffelchef Andreas Prüß leitet die Übung. Seine Chefin Dörte Thies sitzt im Sattel und testet ein neues Pferd. Also wir suchen ja Pferde aus, haben die dann bis zu 4 Wochen bei uns, weil nicht jedes Pferd natürlich geeignet ist als Polizeipferd. Der kann noch so lieb sein im Stall und wenn der ein bisschen Dressur geritten wird, ist er total artig und dann hört er den ersten Böller und geht sonst wohin. Ein Böller oder klatschende Schülerpraktikanten. Aber immer langsam aufbauen, ja? Ja. Bloß ihr müsst dann immer Bescheid sagen, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Siehst du, wenn ich unten liege. Ja, dann ist es aber ja zu spät. Läufst du nicht hin und fängst mich auf, immer so neben mir? Na. Also, wir formieren uns jetzt. Ich weise die Schüler noch mal eben ein. Ihr könnt nach hinten gehen, dann könnt ihr erst einmal an uns vorbeireiten, damit die Pferde sich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Ja. Okay. Alles klar. Einmal kehrt, bitte. Dann brauche ich mal ein bisschen Lärm wieder und dann gehen wir geschlossen vor. Zum ersten Mal sollen Demonstranten und Pferde aufeinander prallen. Polizeipferde müssen unbeirrt vorwärts gehen. Sie sollen niemanden über den Haufen reiten, aber kontrolliert schieben sollen sie schon. Die Demonstranten geben nach, die Situation scheint geklärt, da fällt plötzlich das Transparent zu Boden. Aus Pferdesicht ist das eine neue Bedrohungslage. Das unbekannte Ding könnte ja beißen. Bei dem Transparent kein Problem. Wenn wir das verlieren, irgendwie oder so, einfach irgendwie weiter, nicht groß gucken, weiter machen die auch, haben wir eben gesehen. Wir wollen das jetzt eigentlich gleich genauso nochmal machen, bloß dass wir noch ein paar mehr Böller machen hinten in der Ecke, das war eben kein Problem. Und dass wir jetzt eben halt ein bisschen Nebel machen, ein bisschen Rauch machen. Rauch, Feuer und Lärm sind für Pferde die größten Stressfaktoren. Und damit auch für ihre Reiter. Runde um Runde zieht der kleine Demonstrationszug über das Kasernengelände, bis sich die Tiere an die Situation gewöhnen. Katharina Wicklands Pferd Leo hat sich wieder gefangen und reitet ruhig in der Mitte. Doch ihre Kollegin Maja Hofmann hat Probleme. Ihr Schimmel ist angespannt. Als Übungsleiter Prüß dann auch noch anfängt, mit Plastikflaschen zu werfen, ist das Maß voll. Ja, für ihn war es zu viel auf einmal, ne? Es waren jetzt Rauchtöpfe, es waren Bengalos, es waren Böller. Und dann wurde er auch noch geworfen. Und dann bin ich auch mal ein bisschen sauer, wenn hier zu viel gemacht wird. Weil ich immer sage, ja, okay, das könnt ihr vielleicht mit den alten Hasen machen oder mit den richtig guten Pferden. Aber für mich, für mein Pferd bitte ein bisschen dosierter. So ist natürlich dann jeder am Gucken, dass sein Pferd irgendwo mit der Übung was anfangen kann, was mitnimmt. Die anderen sammeln sich auf einer nahegelegenen Wiese. Auch Polizeipferd Leo. Das hat er super gemacht. Also, da muss ich auch zugeben, da bin ich ziemlich stolz, so, weil dafür habe ich ja monatelang jetzt gearbeitet, dass er solche Übungen so macht. Der ist fit für den Fußball, den können wir mitnehmen. Der kann raus, unser hoffnungsvoller Nachwuchs. Tolles Pferd. Am Ende der Übung kommt ein psychologischer Trick. Die vermeintlichen Demonstranten rennen vor der Polizei weg. Die Reiter verfolgen sie. Dann stellt sich die Gruppe. Die Schüler füttern und streicheln die Pferde. So lernen die Tiere, dass Demonstranten weder böse noch gefährlich sind. Ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank zu euch. Das war ganz toll, dass ihr da wart und uns geholfen habt. Ihr wart gute Störer, habt ihr gut gemacht. Ihr wart schön laut. Das war prima. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die Chefin ist zufrieden. Wir brauchen ja auch Pferde, die vorne gehen. Also die sagen, alles klar, ich gehe voran, ich gehe da rein. Das kann er natürlich noch nicht, dafür ist er noch zu jung. Aber wenn er dann irgendwann mal so weit ist, dann brauchen wir genau solche frechen Pferde, die sagen, hallo, hier bin ich und jetzt geht's los. Ein gut ausgebildetes Polizeipferd mit Reiter ersetzt bei Demonstrationen 10 Kollegen zu Fuß. Das hat eine Studie ergeben. Deshalb ist die Reiterstaffel so wertvoll. Das wird sie kurze Zeit später unter Beweis stellen. Doch zunächst haben Dörte Thies und Katharina Wiegland eine ganz normale Streife vor sich. Goya! 9 Pferde und 11 Reiter hat die kleine Dienststelle. Die Tiere stehen in einem Privatstall im Hamburger Westen. Das alleine bedeutet schon ziemlich viel Fahrerei für die Beamten. Dafür haben sie spezielle Transport-Lkw. Heute geht es in die Hamburger Innenstadt. Die beiden haben Präsenzdienst. Die Hamburger sollen sehen, dass ihre Polizei unterwegs ist und für sie arbeitet. Mehr Präsenz als mit einem stattlichen Polizeipferd lässt sich nicht erreichen. Die Reiter fallen überall auf. Da kann keine Streifenwagenbesatzung mithalten. Streifenwagen hinterlassen allerdings auch keine Pferdeäpfel direkt vor der Alsterfontäne. Ach, der äppelt hier hin. Schön. Willst du mal ihn wegmachen? Ich stell mich mal da oben rauf. Dann nehme ich ihn eben in die Hand. Katharina Wiegland hat immer ein kleines Kehrblech in der Satteltasche. Das wird immer sehr positiv wahrgenommen. Wir machen das halt immer, wenn es jetzt so direkt hier mit der Parkbank und die Leute wollen ja das Wasser genießen. Und dann schippen wir das einmal hier in die Grünanlagen. Da freuen sich die Kollegen vom Gartenamt. Wachsen die Blumen wieder besser. Eigentlich sind sie gerade auf dem Weg in die Hafencity. Aber vorher schauen sie noch bei einem alten Bekannten vorbei. In einer kleinen Straße hinter der Oper ist ein Gemüsegeschäft. Hallo. Hallo. Na, mein Großer? Ja, nur Moment, mein Jung. Geht los jetzt. Und Bananen mögen die auch gern. Oh, Mensch, und ich habe so schön reife Bananen. Und die mögen sie zu gerne. Oh Mann, nee. Ja. Schaffen die noch eine Banane? Natürlich. Naja, das sind schließlich Beamte. Ne? Ich weiß nicht, ob die so schnell so viel essen können. Ne? Beamte sind keine Raketen. Komm, mein Süßen, komm. Ja, warte, komm. Komm her, Spatz, ich hol die andere gleich hoch. Viel Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Jetzt könnte es endlich in die Hafencity gehen. Dann können wir hier mal abtickern, ne? Mitten auf dem Gehweg. Doch Dörte Thies entdeckt einen Falschparker. Auf dem Zettel steht, dass der Mann nur schnell zum Arzt gegangen ist. Vor über einer Stunde. Jetzt zeigt sich ein weiteres Phänomen der Pferdepolizei. Ja, klar. Und erst auch Herr Medier. Wir lieben die Polizei auf Pferden. Schön. Dann geht es endlich weiter in Richtung Elbe. Die Pferde sind zwar geländegängig, vielseitig einsetzbar und ein beliebtes Fotomotiv, aber die anderen Verkehrsteilnehmer brauchen gelegentlich etwas Geduld. Katharina Wiegland ist seit Gründung der Reiterstaffel dabei. Chefin Dörte Thies ist erst seit 1,5 Jahren an der Dienststelle. Vorher war sie unter anderem an der Davidwache und hat eine Gruppe von Zivilfahndern geleitet. Wie heißen denn die beiden? Es sind Quitte und Goya. Gut. Danke. Gerne. Die beiden Polizistinnen reiten seit ihrer Kindheit. Iggy, warte mal, da in der Ecke, da steht einer im absoluten Halteverbot. Das ist ja nur ein bisschen zu viel. Polizeipferd Goya sabbert den Falschparker voll. Goya, hör mal auf, bitte. Können wir uns darauf einigen, dass Sie Ihr Auto wegfahren? Das mache ich jetzt. Das ist nur ein Schlüssel. Okay, dann. Ich finde das interessant, dass Sie das zu Pferde machen. Ist das jetzt die neue? Die was? Dass Sie das zu Pferd machen. Ja, wir reiten ja immer Streife in der Stadt.
gibt. Habe ich noch nie gesehen. Und dann das erste Mal und ich will sie auch noch aufschreiben, ne? Wenn sie ihr Auto jetzt entfernen, dann schreibe ich gar nichts natürlich. Dann geht es zurück zum Pferdetransporter. Der steht nur ein paar hundert Meter entfernt am amerikanischen Konsulat. Auf den Alsterwiesen dürfen die Pferde nach dem Einsatz sogar kurz grasen. Es ist so ziemlich der einzige Platz hier, an dem sie parken können, ohne andere zu behindern oder im Halteverbot zu stehen. Dörte Thies muss noch Papierkram erledigen. Katharina Wickland will am Stall weiter mit Leo trainieren. Sie freut sich auf ein freies Wochenende. Die Kollegen werden bei einer Demo arbeiten müssen. Das hat sie schon gehört. Solche Einsätze sind immer etwas heikel, denn die gut sichtbaren Reiter ziehen die Aufmerksamkeit aller auf sich. Und manchmal auch die Aggression. Ja, also beim Fußballeinsatz bin ich auch schon mal wirklich angegangen worden. Also von gewalttätigen Ultrafans wurde ich mit Steinen beworfen, angespuckt und volles Programm. Hatten wir aber auch im Anschluss eine Festnahme und gab es auch ein Gerichtsverfahren. Und das gehört halt auch zu dem Job. Das dann folgende Wochenende bringt die Polizei an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit. Eine Neonazi-Demo und diverse Gegenveranstaltungen sind angemeldet. Das Gewaltpotenzial ist hoch. Seit 5 Uhr morgens sind die Beamten der Reiterstaffel im Dienst. Auch Katharina Wickland. Gestern Abend kam der Anruf, dass sie doch arbeiten muss. Ich hatte mich schon gewundert, dass ich tatsächlich einen freien Samstag haben sollte. Naja, nun bin ich heute hier, gehe mit in den Einsatz und zur Demo. Und gerade haben wir noch einen Anruf bekommen, dass wir morgen auch noch zur Kurden-Demo eingesetzt werden. Also sind wir Sonntag auch mit dabei. So ist das Leben bei der Polizei. Es ist 9 Uhr. Sie warten auf Informationen der Einsatzleitung. Der Flurfunk mit den Kollegen anderer Einheiten funktioniert bereits. Von morgens um 8 die ersten vermummten Idioten mit Fackeln im Rucksack gesehen. Einen Kaffee beim Bäcker. Außerdem hören sie, dass die Rechten nach Bremen ausgewichen sind. Also, wir sind aus Alsterdorf gekommen. Es ist eine absolute Nulllage. Es ist hier keiner gesichtet, keiner auf den Straßen, keiner hier. Es ist verboten, ja, wie ihr wisst. Ihr rechten Aufzug, die sind auch nicht da, die kommen auch nicht nach Hamburg. Wir werden jetzt hier erstmal warten. Ich kriege irgendwann einen Anruf und dann machen wir unsere Pferde fertig und reiten Richtung Innenstadt. Und dann so wie vorhin besprochen. Entwarnung bedeutet das nicht. Zwar sind die Hooligans und Neonazis offenbar nicht da, aber die linken Gegendemonstranten nehmen als Alternativprogramm auf die Polizei. Dörte Thies macht sich für den Einsatz fertig. Stramm für die Oberarme oder nicht? Die Rüstung wiegt mit allem Drum und Dran gut 15 Kilo. Jetzt kommen die ganzen Funkgeräte. Alle Polizisten sind per Funk untereinander verbunden. Gerade wir Einsatzleiter müssen mehrere Kanäle schalten und auch noch das Handy dabei haben. Und wir haben nur 2 Ohren. Deswegen habe ich hier ein Funkgerät. Das ist so locker. Dann habe ich ein Funkgerät, das hier im Ohr ist. Und dann nehme ich noch ein Handy, das in dieses Ohr geht. Wenn ich jetzt telefoniere und auf diesem Ohr Funk ist, das ist sehr schwierig zu hören. Aber man gewöhnt sich auch an sowas. Also man kann wirklich mit 2 Ohren wirklich unterschiedliche Sachen hören und da unterschiedlich rausfiltern. In der Zwischenzeit gehen ihre Kollegen bei der Wache am amerikanischen Konsulat noch schnell auf die Toilette, bevor sie aufsitzen. Denn in den nächsten Stunden werden sie keine Möglichkeit dazu haben. Mein Sohn. Na? Der 9-jährige Sohn soll zum Fußball und weiß nicht genau wann. Naja, das ist ja erst um 15 vor Treffpunkt, Schatz. Und das, du brauchst da, die brauchen doch nur eine Minute bis zum Sportplatz. Danke, tschüss. Der Mensch hinter den Polizisten ist die Mama, die auch noch in ihrem Einsatz alles regeln muss. 5 Stunden nach Dienstbeginn endlich aufsitzen. Die Tiere tragen Augen- und Nasenprotektoren, um sie vor Steinen und anderen Wurfgeschossen zu schützen. Der große Demonstrationszug soll am Hauptbahnhof starten und dann langsam Richtung Rathaus gehen. Es ist Sonnabend und die Stadt ist voll von Passanten, Touristen, Demonstranten und Polizisten.
könnten uns eigentlich mal zeigen da vorne. Mal so die Pferde so ein bisschen darauf vorbereiten, was da auf sie zukommt, ne? Die Aufklärung der Polizei meldet eine große Gruppe friedlicher Demonstranten, darunter aber auch einige hundert potenzielle Randalierer. Gehen Sie einmal bitte zur Seite mit dem Kind. Gehen Sie mal bitte weg. Eine Frau mit Kinderwagen erkennt nicht, was da auf sie zumarschiert. Kannst du mal den... Mach mal Marschordnung, ja. Was folgt, sind rund 15.000 Demonstranten, die ein Zeichen gegen rechts setzen wollen. Noch ist alles friedlich. Die Reiterstaffel zieht sich etwas zurück und wartet abseits. 50 Rechte Richtung Klosterwall. Am Hauptbahnhof gerät die Lage plötzlich außer Kontrolle. Offenbar haben es 50 Neonazis geschafft, doch nach Hamburg zu kommen. Hier prallen sie mit ihren Gegnern aus dem linken Spektrum aufeinander. Es beginnt ein wildes Handgemenge. Die Linken bewerfen anschließend einen Zug, in den die Rechten eingestiegen sind. Als die Polizei schließlich an Ort und Stelle ist, flüchten die Steinewerfer aus dem Bahnhof und laufen auf den Vorplatz. Dort trifft gerade die Reiterstaffel ein. Die Situation ist unübersichtlich. Dörte Thies führt ihre Gruppe an den Rand des Platzes. Dann gibt sie das Kommando Helm auf. Ein klares Zeichen, dass es jetzt gefährlich wird. Riese 02 für den 7101. Ja, diese Gruppe von ca. 30 Personen, die mehr oder minder auf uns losgegangen ist, dann eben noch mal so einen Versuch gemacht hat, auf andere loszugehen, steht jetzt an dem Zaun des Bahnhofs. Wir werden jetzt zusammen mit einer Gruppe Hannover da mal rangehen und die alle überprüfen. Also es versuchen, die zu überprüfen. Doch die Gewalttäter sind längst in der Menge verschwunden. Angesichts der breiten Front von Pferden haben sie die Flucht ergriffen. Überprüfung fehlgeschlagen. Ja, aber die hauen ab, ist auch gut. Sind sie weg. Die Reiter ziehen sich zurück. Ein kleines Stück weiter ist ein Grünstreifen mit Schatten. Absitzen dürfen sie nicht. Sie wären sonst zu leicht angreifbar. Das ist jetzt unsere Pause. Die Gewerkschaften, die kommen immer bei solchen großen Einsätzen und verpflegen uns immer ganz lieb. Dann haben die immer ganz viel Kaffee und Süßigkeiten oder irgendwas. Oder einen Apfel. Ja, das sind doch auch Kollegen, ne? Danke, genau. Manni? Ja, jetzt wird der MKTEC, also die Panzerung, schwer. Jetzt habe ich das auf den Schultern, dass der mich runterdrückt und dann eben hier auf den Schultern oben auf den Knochen wehtut. Und wir sind ja auch seit 10 sind wir auf dem Pferd gewesen ungefähr. Seit 4 Stunden sitzen wir auf den Pferden, ne? Kurze Zeit später dürfen sie dann doch richtig Pause machen. In einem geschützten Hinterhof. Wir versuchen, wenn wir mit den Pferden Pause machen, also wirklich aus dem Geschehen rauszugehen. Also zum einen nicht, dass natürlich irgendwo mal das Klientel auftaucht, das uns nicht mag. Und wenn wir unten stehen, haben wir natürlich weniger Chancen, irgendwas zu tun. Und zum anderen, damit die Pferde auch wirklich rauskommen. Aus dem Lärm rauskommen, aus dem Geschehen rauskommen, dass sie mal entspannen können, die Pferde. Und meistens versuchen wir, Stellen zu nehmen, wo wir gleich entsorgen können und wo die Pferde auch was trinken können. Und das ist hier alles gegeben. Und da wir das hier gut kennen, haben wir gesagt, wir gehen dann hier hin. Die Lage am Hauptbahnhof scheint sich zu entspannen. Friedliche Demonstrationen in unserem Land finde ich super, aber Gewalttäter kann ich nicht verstehen. Also, das ist nun mal unser Job, dass wir dann da einschreiten müssen, weil auch unbeteiligte Bürger das Recht haben, dass sie sich hier frei bewegen dürfen und dass denen auch nichts passiert. Und wir machen es ja für die Versammlungsfreiheit. Kurz nach 16 Uhr dürfen sie abrücken. Sie wissen jetzt schon, dass sie am nächsten Tag wieder raus müssen.
Als alle Tiere versorgt und alle Berichte getippt sind, haben sie 14,5 Stunden Dienstzeit hinter sich. Man ist müde. Also es ist anstrengend. Also das merkt man schon. Man kommt nach Hause, muss ja im Grunde genommen sofort schlafen, damit man dann wieder am nächsten Tag fit ist. Das geht aber nicht. Man muss doch immer so ein bisschen... Man muss aber doch noch so ein bisschen abspannen. Und dann liegt man auch im Bett noch einen Augenblick rum und denkt sich, oh, und hier und das, war das alles in Ordnung? Und hätte da vielleicht noch dies oder das? Und bis man dann so in Schlaf kommt, das ist anstrengend. Trotzdem geht es weiter. Am nächsten Tag demonstrieren nationalistisch gesinnte Türken gegen die PKK. Die Pferde sind erschöpft, die Reiter sind erschöpft. Aber sie werden gebraucht. Denn im Internet hat die Antifa-Bewegung dazu aufgerufen, die Demonstration anzugreifen. Wieder das Kommando Helm auf. Es wird gefährlich. Eine Gruppe linker Gegendemonstranten versucht, in der Mönckebergstraße an den Demonstrationszug heranzukommen. Das hat die Aufklärung gerade per Funk durchgegeben. Es sind zu wenig Polizisten da. Die Reiterstaffel greift ein, um die Lücken zu schließen. Vor den Pferden haben alle Respekt. Sie trennen die Gegner, bevor die Situation eskalieren kann. Die Demonstration läuft ordnungsgemäß weiter. Die Lage ist unter Kontrolle. Der weiße Helm wird weggepackt. Entspannung. Ja, jetzt sieht es kurzzeitig so aus. Wir warten ab. Kurz darauf kracht es in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das hier ist das Revier der Kurden. Die Polizeiführung fordert zwei zusätzliche Hundertschaften an, aber das dauert. Wieder müssen die Pferde die Lücke schließen. Potenzielle Gegendemonstranten mischen sich mit Touristen und Anwohnern. Die Lage ist unübersichtlich. Erneut kommt der weiße Helm zum Einsatz. Die Polizeikette ist zu dünn. Nur dadurch, dass die Pferde für Respekt sorgen, hält die Absperrung. Dann wird die Reiterstaffel wieder verlegt. Diesmal werden sie fast 12 Stunden im Dienst sein. Und das, obwohl die Beamten am nächsten Tag noch einen anstrengenden Fußballeinsatz vor sich haben. ...14:30 Uhr auf einem Ponyhof im Norden Hamburgs. Katharina Wickland begleitet ihr Patenkind Helena zur Reitstunde. Eigentlich hätte sie gleich Dienstbeginn, aber die Kollegen bringen ihr die Ausrüstung und das Pferd mit zum Stadion. So kann sie sich diese kleine Auszeit gönnen. Erklär mir noch mal, wie es durch die ganze Bahn wechselt. Also wenn man jetzt auf der rechten Hand ist, reitet man bis zu A, dann reitet man durch die ganze Bahn, reitet dann bei C links rum. Na, und das ist durch die Länge der Bahnwechsel. Helena ist die 9-jährige Tochter ihrer besten Freundin Gina. Katharina und Gina waren zusammen auf der Polizeischule. Die Kinder haben einfach noch mal eine ganz andere Freude und Elan dabei. Das ist richtig toll, wenn man da mal dabei sein kann und zuguckt. Ja, und für Helena ist es halt toll, dass sie Kathi eben hat, weil die dann noch fachsimpeln können und kann Fragen stellen, die sie auch beantwortet bekommt, weil ich die gar nicht beantworten kann. Das ist ja fachsimpeln über Bahnfiguren. Das macht sie super. Bin ich ganz stolz, auch wenn ich das sehe. Viel Zeit hat sie nicht mehr. Sie muss zum Millerntor-Stadion. Der FC St. Pauli spielt gegen den MSV Duisburg. Die Kollegen sind bereits da. Von den 11 berittenen Polizisten sind 8 Frauen. Mit Leo. Da reitest du mit Leo mit. Und deswegen reitest du ihn einen Tag vorher? Ja, dann passt das ja alles wieder die Woche, ne? Genau. Diesmal nehmen die Kollegen lieber keine unerfahrenen Pferde mit. Es ist ein Risikospiel.
Sogenannte szenekundige Beamte, kurz SKB, erstellen vor jedem Spiel eine Analyse. Also, heute Spiel St. Pauli gegen Duisburg. Laut SKB sind die beiden verfeindet, aber die ganzen letzten Spiele, da sind keine Vorkommnisse gewesen. Wir teilen uns erstmal in Doppelstreifen auf. Als allererstes gehen wir aber jetzt erstmal geschlossen in die Glacis-Chaussee, weil da ein Trupp von Duisburger Fans kommt. Und wir wollen uns die mal einmal angucken alle. Und dann können wir von da aus uns trennen. Die Gästefans müssen durch die Feldstraße, um zu ihrem Stadioneingang zu kommen. Das ist traditionell St. Pauli-Gebiet. Deshalb werden sie von den Reitern eskortiert. Da haben wir zwei Tage, die fettesten Demos. Das begleiten wir hier 20 blöde Fans. Und die Pferde so, oh, kein Bock mehr, ne? Es ist Montagabend, 7:45. Weder Tag noch Uhrzeit sprechen für besonders großes Frust- oder Gewaltpotenzial. Mehr Sorge macht den Reitern die Wettervorhersage. Es ist Gewitter angesagt. Auf den Pferden sind sie vor dem Regen kaum geschützt. Doch das Unwetter zieht an Hamburg vorbei. St. Pauli führt zur Halbzeit mit 1:0. Und die Reiterstaffel hat endlich mal 90 Minuten garantierte Ruhe und die Möglichkeit, das Wochenende noch einmal Revue passieren zu lassen. Diese Arbeit mit den Pferden, zum einen bringt die tierisch viel Spaß und zum anderen, wenn man mal sieht, was die so bewirken. Also man geht auf eine Gruppe Leute zu, auf die zu den anderen Demonstranten zum Beispiel wollen. Man geht da nur hin und es ist Ruhe. Und das finde ich auch so erstaunlich, das finde ich so toll. Und die Pferde sind einfach auch so, die sind genial. Ich finde sie einfach genial. Die sind so ruhig und ja, ich finde, das bringt einen, also mir bringt es tierisch viel Spaß. St. Pauli gewinnt schließlich 2:0. Für die Reiterstaffel bedeutet das, dass aus dem Stadion viele gut gelaunte St. Pauli-Fans strömen werden. Ein dreitägiger Dauereinsatz geht für Katharina Wickland, Dörte Thies und ihre Kollegen zu Ende. Die Duisburg-Fans haben noch einen langen Heimweg vor sich und ebenfalls keine Lust, sich zu prügeln. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen kaputt, muss ich gestehen, ein bisschen müde und jetzt sehr froh, dass endlich Feierabend ist. Also es macht ja Spaß, so waren jetzt drei harte Einsätze am Stück. Und jetzt fährt man nach Hause und schläft auch gut. Sie werden in den nächsten Tagen versuchen, die Überstunden abzubummeln. Aber in einer Stadt wie Hamburg finden ständig Großveranstaltungen statt. Für übermorgen ist bereits wieder eine Demo angemeldet.